Ja, und wer nicht an Hobbits und Herr der Ringe glaubt, der wird in Langenstein eines Besseren belehrt. Denn hier gibt es die Höhlenwohnungen im Harz. Das sind also wirklich kleine Wohnungen, die in diesen Sandstein hineingehauen wurden. Und ja, da fehlt eigentlich auch bei dieser wirklich urigen Landschaft mit diesen zerklüfteten Felsen, da fehlt eigentlich nur noch, dass Orks und Höhlentrolle dort einem den Weg kreuzen. Die wahre Geschichte hinter diesen Höhlenwohnungen, die ist natürlich ja nicht so romantisch und hat auch leider nichts mit Hobbits zu tun, sondern die Wohnungsnot, die war einfach in Langenstein im 19. Jahrhundert so groß, dass diese armen Familien ihre Wohnungen einfach in diesen Sandstein hineinhauen mussten. Man hat dort leider immer wieder Probleme mit Schimmel gehabt. Tageslicht gab es wirklich nur durch die vorderen Fenster und man musste eben wirklich oben auf den Dächern die Schafe weiden lassen, dass eben da kein Wildwuchs drauf entstanden ist. Also so romantisch war quasi die Nutzung dieser Höhlenwohnungen nicht. Die letzte Wohnung ist erst 1910 aufgegeben worden. Ich empfehle euch zunächst die Altenburg zu besuchen. Ja, die ist eigentlich ab dem Ortseingangsschild der Dorfstraße ausgeschildert. Der Weg hinauf zur Altenburg ist das, dort auch ein Kletter- und Bouldergebiet. Aktuell, oder es kann sein, dass der klassische Weg hinauf zur Altenburg gesperrt ist, wegen Steinschlags. Da achtet einfach drauf, es gibt eine Umleitung, da müsst ihr einfach die Dorfstraße etwas weiter gehen und dann von der anderen Seite auf die Altenburg hinauf. Und dort, wenn ihr die Altenburg hinauflauft, lauft ihr dann einfach wieder ein Stück runter und dort findet ihr eine ja, der wichtigsten und meist fotografiertesten Höhlenwohnungen. Das ist aber noch nicht alles. Wenn ihr in den Ort zurückgeht, in Langenstein am Schäferberg, da habt ihr auch noch Wohnungen, die durch einen Verein oder einen örtlichen Verein auch wieder eingerichtet worden sind. Das ist wirklich ganz putzig. Dort könnt ihr eben vor allen Dingen an den Wochenenden eben auch wirklich hineingehen in die Höhlenwohnungen. Lasst doch gerne auch bitte für den örtlichen Verein eine kleine Spende da. Ja, was sind denn so die Städte, die man im Harz unbedingt besuchen sollte? Es gibt natürlich so die typischen verschlafenen Ortschaften, wo man sagt, naja, hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Es gibt aber auch wirklich so Kleinode, will ich jetzt einfach mal sagen, ja, mittelalterliche Städte, die einen wirklich zum Träumen anregen. Und da gehört meines Erachtens vor allen Dingen Quedlinburg dazu. Da gehört vor allen Dingen Wernigerode dazu. Da gehört vor allen Dingen Stolberg im Harz dazu. Und, ja, wenn man es auch zum Harz zählen kann, natürlich Goslar auf der niedersächsischen Seite. Kommen wir mal zu Quedlinburg stellvertretend. Ja, Quedlinburg ist eine mittelalterliche Stadt mit über 1300 Fachwerkhäusern, die teilweise auch wirklich wieder wunderbar hergerichtet worden sind. Ja, diese Fachwerkhäuser, das ist also eine wunderbare Innenstadt, wo man durchlaufen kann. Ich blende dann auch mal euch so einen kleinen Weg ein, den man durch die Stadt nehmen kann. Ausgangspunkt ist meines Erachtens immer der wunderschöne Marktplatz. Dann haben wir solche lustigen Namen wie Hölle und Pölle, die ihr euch angucken solltet. Ja, und dann nehmt auf alle Fälle den Weg hinauf zum Schlossberg. Der Schlossberg an sich ist schon mal perfekt, weil dort wirklich diese Fachwerkhäuser auch von den Bewohnern wieder wunderschön gestaltet worden sind. Da sind also auch schöne Blumen angelegt worden, auch kleine Dekorationen angelegt wurden. Und dann solltet ihr auch Richtung ja, Sonnenuntergang am besten hinaufgehen auf den Schlossberg in den Schlossgarten. Und oben habt ihr natürlich eben das Schloss und auch den Dom mit dem Domschatz, was natürlich auch zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Also Quedlinburg, eine absolute Empfehlung. Tja, Wernigerode, genau das gleiche. Eine wunderschöne mittelalterliche Innenstadt. Und dann hat man eben noch den, ja, den klassizistischen Schlossnachbau, der aber wirklich perfekt einfach zu dieser Stadt passt. Da einfach auch darauf achten, nicht nur an sich das Schloss zu besuchen, sondern da auch weiter hochzugehen auf die Anhöhe, um also wirklich einen wunderschönen Blick auf das Schloss zu haben, auf die sogenannte Agneshöhe. Ja, wie sieht es denn aus im Selketal? Ja, da fährt ja auch die Schmalspurbahn durch, gilt auch als eines der schönsten Täler im Harz. Was sollte ich mir denn da angucken? Das Selketal ist so ein bisschen südöstlicher gelegen im Harz. Und da gibt es so drei Highlights, die ich euch empfehlen kann. Das eine ist der sogenannte Selke Fall. Das ist also ein wunderschöner, kaskadenartiger oder terrassenförmiger
Wasserfall. Und da gerade im Sommer, da kann man sich also wunderbar auch abkühlen oder eben auch die Kinder spielen lassen, weil eben die Höhe nicht so hoch ist. Was ich nicht wusste, das Ding ist einfach menschengemacht. Es sieht total natürlich aus, man würde nie drauf kommen, dass irgendwie der Mensch seine Finger im Spiel hatte, aber das ist einfach ein gebrochener Steinwall, der bei dem Hochwasser einfach zerstört wurde, als man die Senke anschauen wollte. Ja, fährt man weiter nach Mägdesprung, das ist so, ja, oder war natürlich eines der wirtschaftlichen, industriellen Zentren, und wer so ein bisschen auf Lost Places steht, ja, so ein bisschen auf Industriekultur steht, dann rate ich, das sogenannte Karlswerk zu besuchen. Das ist also eine alte Fertigungsmaschinenhalle, die auch noch wirklich mit den alten Maschinen bestückt ist, wo es auch teilweise an Wochenenden Schauvorführungen gibt. Und ist natürlich auch wieder ein wunderschönes Fotomotiv. Ja, von Mägdesprung Richtung der Burg Falkenstein, das ist also auch ein wunderschöner Teil des Selketals, wo man mal eine längere Wanderung machen kann. Wer eine kürzere oder schöne Wanderung im Selketal machen will, dem rate ich tatsächlich den kürzeren Weg vom Ortsteil Drahtzug zum Selkefall, weil dort führt auch der Weg zum Beispiel an der Selketalbahn entlang, und es ist natürlich wunderschön, wenn ihr vorbeiwandert, wenn das Dampfrost quasi euch entgegenkommt. Ein kleiner Geheimtipp im Harz ist Treseburg. Das ist eigentlich ein sehr, sehr kleiner Ort, auch ein wunderschöner Ausgangspunkt natürlich für Wanderungen, aber dort habt ihr den sogenannten Bodeblick. Das ist so eine kleine Furt, die geht also in die Bode hinein. Da drüben gibt es auch dann einen kleinen, ja, Biergarten. Lohnt sich einfach, um dort zu rasten, um da auch mal die Kinder spielen zu lassen, oder vom Freundeskreis kann man sich einfach mal die Füße reinhalten. Und man hat einen Ausblick, wunderschön, auf zwei Villen, die also gegenüber liegen, und eine kleine, ja, ältere Fußgängerbrücke aus der Gründerzeit. Also ein wunderschöner Ausblick und ja, eine kleine Abkühlung im Sommer. Da kommen wir mal zu Thale. Thale ist so für mich das touristische Zentrum im Harz. Und da haben wir natürlich den berühmten Hexentanzplatz und die Rostrappe und das Bodetal. Und da stellt sich natürlich für euch die Frage, was sollte man denn unbedingt besuchen? Was lohnt sich? Was ist so ein Tourist-Scam? Ja, so einfach ist das tatsächlich nicht. Ich kann da nur sagen, meine persönlichen Empfehlungen geben. Fangen wir mal an mit dem Hexentanzplatz. Ja, der Hexentanzplatz ist natürlich den meisten bekannt, gerade zur Walpurgisnacht, aber nicht nur da. Finden da natürlich zahlreiche Veranstaltungen statt. Es gibt einen großen Parkplatz, es gibt einen Minigolfplatz, es gibt eine Bobbahn, es gibt ein kleines Naturtheater, es gibt Museen da oben, ja, also für Spielplatz, für Familie und mit Kindern. Es ist natürlich ein Touri-Magnet. Es ist auch gerade an den Wochenenden arg überlaufen. Die Aussicht vom Hexentanzplatz runter in diesen Bode Canyon, will ich jetzt einfach mal sagen. Viele sagen ja, der Grand Canyon Deutschlands. Also haltet da mal den Ball flach, wer schon jemals den Grand Canyon gesehen hat. Der weiß, dass solche Vergleiche leider immer in Deutschland ein bisschen hinken. Die Aussicht runter vom Hexentanzplatz ist dennoch wunderschön. Das will ich gar nicht bestreiten. Ich muss aber sagen, wenn man diesen Ausblick genießen will, dann doch eher von der Rostrappe. Das ist also auch der zweite, sag mal, sehr bekannte Aussichtspunkt in oder bei Thale. Und der befindet sich auf der ganz anderen Seite vom Hexentanzplatz. Da kann man also auch mit einer Seilbahn hochfahren oder einfach direkt hinfahren oder hochwandern. Und die Rosttrappe ist tatsächlich wirklich sehr, sehr schön angelegt. Man kann also wirklich direkt runterschauen in diesen Bodekessel. Das ist also wirklich sehr schön. Wenn ich wählen müsste zwischen Hexentanzplatz oder Rostrappe, dann würde ich mich tatsächlich immer für die Rostrappe entscheiden. Warum heißt die Rostrappe Rostrappe? Ja, da gibt es die Sage, der Riese Bodo hat Brunhilde auf ihrem Pferd verfolgt und Brunhilde schaffte es, mit ihrem Pferd über das Bodetal zu springen. Man sieht auch noch den Hufabdruck, den sieht man noch, weil sie es eben geschafft hat, drüber zu springen. Der Riese Bodo, der stürzte ins Tal hinunter. Genau, und da sind wir auch bei dem Tal unten. Das ist nämlich das Bodetal, beziehungsweise der Bodekessel. Ist auch natürlich zu, ja, der Ferienzeit an Wochenenden arg überlaufen. Aber es ist wirklich ein wunderschönes Tal mit der Jungfernbrücke zum Beispiel, auch kleinen Einkehrmöglichkeiten. Es lohnt sich so, die ersten 3 Kilometer auf alle Fälle mal in das Tal reinzugehen, bis man eben in diesen engen Bodekessel hineinkommt. Ist eine leichte Wanderung eben für den Freundeskreis und für die Familie. Meine absolute
Lieblingswanderung im Harz ist die Wanderung hinauf zur Stecklen und zur Lauenburg. Und die befindet sich im Ort Stecklenberg. Dort kann man vom Naturfreundehaus, das meistens der Parkplatz, hinauflaufen zur Lauenburg. Doch bevor ihr zur Lauenburg hochlauft, das ist ein nur noch eine Ruine, war damals wirklich eine sehr, sehr mächtige Burg, biegt bitte vorher zur kleineren Stecklenburg ab. Da habt ihr auch ein wunderschönes Fotomotiv, also da ist wirklich so ein kleiner Torbogen bzw. so ein kleiner Fensterbogen noch stehen geblieben, besonders im Sommer, wenn dann auch ja Efeu wild da drum rankt, da kommt man wirklich so Richtung Disney und Dornröschen. Und dann geht er bitte hoch zur Lauenburg. Da habt ihr einmal die Vorburg und die Hauptburg. Und der Weg führt auch wieder über so eine gewundene Treppe hinauf zu dieser großen Lauenburg. Und dort habt ihr die sogenannte Hexenlinde. Das ist also ein Baum, dessen Wurzeln freigelegt sind. Da kann man drunter durchlaufen. Das ist ein wunderschönes Fotomotiv. Die Linde ist tatsächlich auch noch intakt. Also bitte natürlich diesen Baum auch achten. Und ja, also das ist das zu sehen und darunter durchzulaufen, das ist schon ein absolutes Highlight, gerade auch wenn man natürlich mit Kindern unterwegs ist. Ja, bevor wir jetzt mal in den niedersächsischen Teil gehen, lasst uns doch mal bitte über den Brocken reden. Sollte man denn nun auf diesen Brocken hochwandern oder nicht? Ist es denn so sehenswert oder nicht? Das ist die Frage, die sich natürlich jeder stellt, der in den Harz fährt. Tja, der Brocken, sollte man denn nun hochlaufen oder nicht? Lohnt sich die Wanderung hinauf zum Brocken? Über die Brockenbahn und die Fahrt hinauf zum Brocken haben wir ja schon gesprochen. Und da hatte ich ja bereits gesagt, also nur wenn wirklich schönes Wetter ist, wenn wirklich Weitsicht ist, der Wind auf dem Brocken ist, kann auch bei schönem Wetter einen dort treffen. Ihr kennt alle diese Wetterberichte, wo es die Leute auf dem Brocken da komplett umweht. Für Familien macht es meines Erachtens wirklich nur Sinn, wenn wirklich, wirklich schönes Wetter und Weitsicht ist, auf den Brocken zu fahren. Wenn man dann nämlich oben ist, dann hat man mit den Kindern keine langen Gesichter, wenn man einfach im Nebel steht. Oben auf dem Gipfel hat man den wunderschönen kleinen Rundweg. Der geht, glaube ich, 1 Kilometer. Also den kann man auch schön laufen. Ansonsten die Gastronomie da oben und das, was man so an Häusern da hat, auch mit dem Bahnhof, ist jetzt so nicht der Rede wert. Also da auch einen Platz zu kriegen, gerade jetzt an den Wochenenden oder eben zur Saison, ist natürlich auch schwierig, weil natürlich der Brocken an sich fast immer bei gutem Wetter vor allem überlaufen ist. Der Weg hinauf, den kann man von verschiedenen Ausgangspunkten nehmen, von Drei Annen Rhone, von Schierke oder vom Torfhausmoor. Da sollte man sich einen Wanderweg raussuchen, meines Erachtens, der auch wieder einen schönen entlang der Bahnstrecke läuft, weil man dann eben auch wieder diese schnaufende Schmalspurbahn hat, die an einen immer mal wieder vorbeizieht. Gehen wir auch mal in den niedersächsischen Teil des Harzes, der natürlich auch nicht zu verachten ist. Hier befinden wir uns dann auch tatsächlich im Nationalpark Harz. Der befindet sich also vor allem im niedersächsischen Teil, ein bisschen auch am Brocken herum, auch wieder in den sachsen-anhaltinischen Teil. Und dort haben wir den sogenannten Oderteich. Ist ein künstlich angelegter See. Man hat dort das sogenannte Oberharzer Wasserregal. Das sind so verschiedene Zuflüsse, kennt man auch von Madeira tatsächlich, wo wirklich das Wasser gesammelt wurde, auch für die Landwirtschaft. Und dadurch sind so wirklich schöne kleine Seen, Staustufen entstanden, Kanäle entstanden. Und an denen kann man wunderbar im niedersächsischen Teil entlang wandern. Ein Highlight ist, wie gesagt, der Oderteich. Und das ist ein See, da gibt es sogar so kleine Sandstrände entlang und überall gibt es ja kleine Zuflüsse, also kleine Bäche. Wenn man an der Westseite ist, also am Westufer, da hat man auch den Wanderweg direkt eben am Wasser entlang auf so kleinen Holzbohlen, so einen kleinen Holzsteg. Das ist also wunderschön wieder für Instagram natürlich. Und man kann eben die 3 Kilometer dann um den Oderteich herumlaufen und auf der anderen Seite kommt man dann auch direkt am Wasser auch wieder raus und es ist wirklich ein malerischer Weg, sehr, sehr einfach. Man kann also wirklich auch mit Oma, den Kindern oder dem Freundeskreis wunderbar einen Ausflug direkt zum Oderteich machen. Wem das natürlich nicht genügt, der kann seine Wanderung am Oderteich gerne auch kombinieren. Zum Beispiel mit einem Ausflug zur Wolfswarte, also dem Bruchberg. Das ist ja der zweithöchste Berg im Harz auf dem niedersächsischen Teil. Der Bruchberg an sich ist allerdings bewaldet. Das heißt, nur auf der Wolfswarte, das ist so also auch wieder ein wunderschöner, nicht bewaldeter Teil. Da hat man wirklich den schönsten Überblick
von dort aus über den Harz. Und ja, da kann man wieder runtergehen, wieder Richtung Oderteich. Ebenso wunderschön ist das sogenannte Torfhausmoor, also ein Moor, was auch wieder mit Wanderwegen durchzogen ist, auch wieder auf ja, kleinen Holzstegen. Da sollte man natürlich auch aus Naturschutzgründen wirklich auf diesen Holzwegen bleiben. Auch wieder wunderbar für Instagram. Ja, das war natürlich ein ganz kleiner Einblick in den Harz, wo ich jetzt nur so ein bisschen mal die Highlights angerissen habe. Wenn ich nochmal so ein richtiges Top-10-Video zum Harz machen sollte, also was man wirklich unbedingt besuchen sollte, dann schreibt es doch mal unbedingt in die Kommentare. Wenn ihr also sagt, was ist denn mit dem Ilsetal, was ist mit dem Ilsestein, was ist mit Kloster Walkenried, was ist mit den Sandsteinhöhlen, was ist mit der Burg Regenstein, ja, hast du komplett vergessen. Ja, ich konnte natürlich jetzt nur hier im Laufe der kurzen Zeit nur einen kleinen Überblick geben. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt ja einen Überblick gewonnen, wie ihr eure Reise am besten in den Harz plant. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte auch mir ein Like da. Abonniert mich ja mit dieser berühmten Glocke, weil natürlich diese Videos für mich auch sehr aufwendig sind. Gebt mir auch gern ein Feedback, auch wenn ich vielleicht mal Schmarrn erzählt habe. Und vor allen Dingen, schreibt auch mal in die Kommentare, was ihr euch zukünftig auf dem Kanal für Videos wünscht. Insofern vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.